Seit mehr als 5 Jahren sitzt Werner Ferrari in Untersuchungshaft. Was geht vor in Werner Ferrari, der sich hier in Wettingen für Mord in 5 Fällen verantworten muss? Heute beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Kindermörder Werner Ferrari. Werner Ferrari ist sicher einer der wichtigsten, die wir in der schweizerischen Kriminalgeschichte haben, weil es geht um einen Serientäter. Das Erstaunlichste an dieser Mordserie ist ja eigentlich, dass es so lange gedauert hat. Wir haben vorher und nachher nie mehr so eine Serie gehabt, wo Kinder in so kurzer Zeit umgebracht wurden. Man hat ja herausgefunden, es sind einfach Ermittlungen nicht getätigt worden. Er hat die Kinder erwürgt. Von Hand. Im Zusammenhang mit dem Mordfall in Heggendorf hat die Kantonspolizei Solothurn einen Mann festgenommen. Der Verdächtige, ein Schweizer, ist seit Donnerstag in Gewahrsam. Der Mörder der 9-jährigen Fabienne Imhof ist geständig. Der Kripo ist einer vorbeigekommen. Er hat uns das mitgeteilt, dass er das Geständnis abgelehnt hat. Und wie ist es für Sie? Ja, es ist im Moment... Erleichterung. Es ist eine gewisse Erleichterung, ja. Man weiss, wie er es gemacht hat. Man hat gewusst, Fabienne ist da. Sie ist noch unter uns. Sie lebt schon nicht mehr, aber wir haben sie noch. Weil es gibt ja viele Fälle in der Schweiz, die passiert sind, wo die Eltern nach 30, 40, 50 Jahren noch nicht wissen, was ihr eigenes Kind ist. Und das ist schon etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Es sind ja nicht alle auf einmal gekommen, sondern so etabliert, zum Teil Wochen dazwischen. Aber jedes Mal, wenn wieder ein Geständnis gekommen ist, ist die Erleichterung noch grösser geworden, dass man den Täter verwünscht hat. Geständnisse sind, anders als Laien meinen, nicht ein Beweismittel für sich par excellence, sondern sie müssen mit Vorsicht beurteilt werden. Es gibt taktische Geständnisse, es gibt Geständnisse, die falsch sind. Insofern darf man das Geständnis als Beweismittel nicht überbewerten. Weil er es eben zugegeben hat, man dachte, jetzt kann man den Prozess machen. Und, ja, und nachher ist halt die Hände raus. Ich werde nicht mehr bereit sein, ein mir zur Last gelegtes Delikt einzugestehen, von dem ich von vornherein überzeugt bin, dass ich es niemals begangen habe. Das war natürlich für ihn sicher ein schwieriger Fall gewesen, oder? Heute so geredet, morgen so und am anderen Tag wieder so. Ich glaube, dass da zumindest zum Teil das eine bewusste Strategie ist. Und für mich ist ganz klar, wenn ich die Einvernahmen lese, was er da sagt, ein Hauptziel der Einvernahmen ist nicht, etwas zu sagen, sondern das Hauptziel der Einvernahmen ist, etwas Bestimmtes nicht zu sagen. Geliebte Eltern, im Kampf gegen das Unfassbare fällt es mir schwer, euch einige Zeilen zukommen zu lassen. Ungewollt habe ich euch großes Leid zugefügt. An mich hat er geschrieben, ja. Quasi eine Entschuldigung geschrieben, oder? Aber wir haben den Brief nicht mehr. Es gibt keine Möglichkeit, das Schreckliche ungeschehen zu machen. Aber aufrichtig darf ich sagen, es tut mir leid. Mutter, verzeih mir.
Fabian, was ich tat, das wollte ich nie. Wir konnten in Bedi vergeben. Wir haben ja gesagt, wir haben das auch öffentlich geschrieben. Wir verzeihen dir, aber wir verstehen deine Tat nicht. Ja, so. Das haben wir geschrieben, ja. Das hat natürlich in der Gesellschaft schon ein bisschen Aufruhr gegeben. Das ist ja begreiflich, aber wie gesagt, wenn ich einen Hund hasse, dann kommt ich immer wieder beißen. Sie sagen, dass ich einen Menschen, ein Kind, getötet haben soll. In meiner Erinnerung sind alle vier noch am Leben. Zuständigkeit ist auch in der Schweiz dort bei Serien, wo die erste Tat stattfindet. Und wir sind uns bewusst gewesen, im Kanton Aargau, wenn wir in diesem ersten Fall den Täter in Verdacht nehmen, dann kommt das ganze Verfahren im Kanton Aargau. Das Spezielle ist, dass er diese Tat von Anfang an abgestritten hat. Das ist natürlich ein prestigeträchtiger Fall. Man muss sich sogar fragen, ob nicht der Grund war, dass man den Werner Ferrari in einem Fall S angeklagt hat, dass man einfach den Prozess unbedingt hat, wie im Kanton Aargau. Das Spezielle war, dass man sehr, sehr umfangreiche Akten hatte, mit verschiedensten Ermittlungsberichten von Polizei, mit vielen Delikten, die gemacht worden sind, mit Daten, die gerade nachher können die Opfer aufgefunden werden, Daten, die die Opfer nachher schon verwest oder auseinandergenommen sind, und dann Daten, wo man nur Skelette noch vorgefunden hat. Zeigt mir Herr P. den Ort, wo dieser Bub liegen soll. Er hat gesagt, ich sei der Täter und wisse es aber nicht mehr. Er hat ja ein paar Fälle, vier Fälle, glaube ich, hat er zugegeben. Das sind eigentlich alles gleiche Fälle. Und da hat man gesehen, er geht auch darauf aus, dass das irgendwie stimmt, dass die gleichartigen Fälle von ihm zugegeben werden und die anderen, die anders geartet sind, dass er die bestreitet. Die Indizienlage bei diesen noch nicht abgeklärten Verbrechen ist aber sehr unterschiedlich. Im Fall von Würlos haben wir eine ganze Reihe von starken Indizien, die für die Täterschaft von Ferrari sprechen. In anderen Fällen ist die Indizienlage nicht so sicher. Fast sechs Jahre nach seiner Festnahme muss sich Werner Ferrari vor Gericht verantworten. Laut Anklageschrift soll er fünf Kinder umgebracht haben. Dabei sei er immer ähnlich vorgegangen. Er gewann das Vertrauen der Kinder, etwa an einer Chilbi, lockte sie dann an einen einsamen Ort. Dort bedrängte er sie sexuell, wehrten sie sich, so brachte er sie um. Mein Name ist Guido Neff. Ich habe seinerzeit den Strafprozess gegen den Werner Ferrari geführt. Wenn grosse Fälle reinkommen, sind auch grosse Straffälle, dann haben wir Präsidenten in der Regel untereinander uns abgesprochen, wer den Fall will oder wer den Fall kann übernehmen. Und da war es natürlich speziell. Da ging es um Kindstötungen. Und wir haben die Präsidenten untereinander das besprochen. Meine zwei Kollegen haben selber Kinder in diesem Alter damals. Ich habe kein eigenes Kind. Und da sind wir jetzt zum Schluss gekommen, dass ich den Fall mache. Ende 1994 wurde Werner Ferrari endlich vor Gericht gestellt worden. Das wurde mega gross abgedeckt worden durch die Medien. Ein grosser Moment. In Baden steht heute Werner Ferrari. Heute beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Kindermörder Werner Ferrari. Viene condotto in aula, direttamente dal carcere. Kinder entführt und getötet haben. Die Sicherheitsdispositive, die man aufgezogen hat, die Medien, die dort anwesend waren. Ich habe mich voll gedunkt und etwa 35 Medienleute. Und da hat man natürlich schon
gespürt, dass sehr viel Sensationslust dabei ist. Manche Besucher sprachen sich am Rande des Prozesses gegen den mutmaßlichen Kindermörder gar für die Wiedereinführung der Todesstrafe aus. Es hat dort sicher Stimmen gegeben, die Todesstrafe gefordert haben, die gesagt haben, für so einen, der hat kein Recht mehr zu leben, den muss man umbringen. Da bin ich dagegen und da habe ich 5 Telefone abgekriegt von solchen, die sind abprangert, dass ich jetzt nicht dafür bin für die Todesstrafe. Und da bin ich noch heute nicht dafür. Ich habe erfahren, dass sein Pflichtverteidiger, ein 81-jähriger Anwalt ist aus Zürich, ist eigentlich Entscheidungsanwalt gewesen. Und ist mir natürlich schon seltsam eingefahren, wo er so sagt zu mir, eigentlich ist ja klar, was man sollte machen mit dem Herrn Ferrari. Für ihn wäre eigentlich nur Todesstrafe richtig. Und hat gedacht, es ist noch schwierig, ein Pflichtverteidiger, wenn ein Pflichtverteidiger so über seinen Mandant redet. Er hat die Kinder erwürgt. Von Hand. Oder mit einer Vorhangschnur. Oder einst mit einem Gürtel von einem Badmantel. Aber er hat sie erwürgt, bis sie keinen Wank mit da haben. Das ist verrückt, oder? Und dass einem das eben schudert oder schüttelt, das ist ja normal. Also wir sind, oder ich bin auch nur ein Mensch. Man muss die Emotionen halt im Griff haben. Aber es darf einem schon schütteln, wenn das niemand sieht. Mein Ziel ist aber, dass der angeklagte Ferrari nicht mehr in die Freiheit entlassen wird. Wie können Sie das bewerkstelligen? Ich stelle den Antrag auf eine lebenslängliche Zuchthausstrafe, verbunden mit einer vollzugsbegleitenden psychotherapeutischen Behandlung, und hoffe damit, dass ihm dann gar nie mehr eine günstige Prognose kann gestellt werden, zum entlassen werden, bedingt mit einer Probezeit in die Freiheit. Ja, man hat einfach gehofft, dass er nachher dass ein richtiges Urteil gefällt wird, oder? Dass er verurteilt wird, dass er von der Gesellschaft wegkommt. Das ist das Wichtigste. Er ist hineingeführt worden und ich habe ihn ja gesehen, so, ja, wenn ich sie sehe, so, ja. Der Werner Ferrari war eigentlich ein Nüteli. Ein Mensch, wo man immer und überall eigentlich übersieht, oder? Er war ein Springsmannli, sagen wir. Also es ist nicht vor jemandem, wo man die Angst haben müsste. Also ich hatte nicht Angst, wenn er kam. Es war nicht ein Monster. Das ist ja immer in so Fällen so, dass man dann irgendwie Nachbarn oder Bekannte fragt. Und dann sind ja die meisten immer baff erstaunt und sagen, der hat mich immer nett gegrüßt, der war freundlich. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Im Wettinger Rathaus, wo das Verfahren aus Platzgründen stattfindet, begann alles wie erwartet. Gerichtspräsident Neff wies zu Beginn darauf hin, dass er keinen Schauprozess, sondern ein faires Verfahren wolle. Die Verhandlungen werden eröffnet in der Regel, dass man der Beschuldigte zu seinem persönlichen Verhältnis fragt. Und dann geht man natürlich auf die Anklagepunkte ein. Als dann aber Gerichtspräsident Guido Neff auf die zur Debatte stehenden Tötungsdelikte zu sprechen kam, änderte sich das Bild. Ferrari widerrief seine Geständnisse und behauptete, er habe diese ausschließlich aufgrund von Informationen gemacht, die er von Untersuchungsbeamten oder aus den Medien habe. Plötzlich hat sie ja gestanden. Und dann hat er natürlich gesagt, dass sie erpresst war, das Geständnis, oder, von den Ermittlungsbeamten und Polizisten. Er war so überzeugt, dass er es nicht gemacht hat. Er hat es offenbar so verdrängt, dass er es gar nicht hätte bereuen können. Er hat ja auch gesagt, man müsste doch wissen, wenn man so etwas gemacht hat, und ich weiß es nicht. Also, ich habe es nicht gemacht. Eigentlich sollte es ein reibungsloser Prozess werden, glatt und rasch durchzuziehen. Doch der Angeklagte macht nicht mit.
Werner Ferrari, der als mutmaßlicher Mörder von 5 Kindern im aargauischen Wettingen vor Gericht steht, hat seine Geständnisse, auf denen der Prozess aufbauen sollte, widerrufen. Und dann ist der Prozess geplatzt. Und zwar hat er alle seine Geständnisse zurückgezogen. Er hat sehr einen sehr ungeeigneten Verteidiger, der eigentlich gar nicht Strafrechtler war. Der Verteidiger hat den Bettel hergeschmissen und wir mussten dann ein neues Verfahren ansetzen. Nachdem er das Mandat niedergelegt hat, mussten wir natürlich die Verhandlung abbrechen, weil dann hat er keine angemessene Verteidigung mehr gehabt. Der Staatsanwalt rechnet damit, dass Ferrari im günstigsten Fall in 3 Monaten wieder vor Gericht stehen wird. Man hat schon als Beobachterin so ein bisschen den Eindruck, dass man sich das dort vielleicht sicher war, dass man sich das zu einfach gemacht hat. Und das war schon ein Schockmoment. Ich finde auch, für die Angehörigen ist das wahnsinnig schwierig, wenn man das Gefühl hat, jetzt geht es um die Verurteilung des Täters und dann zieht er so eine Show ab und alles platzt. Für das Gericht wird der Fall schwieriger. Es muss sich nun ganz auf Indizien abstützen. Die Strategie, so wie ich es in Erinnerung habe, war natürlich, eine Erklärung zu finden, warum der Ferrari die Geständnisse widerrufen hat. Er hat ja sehr oft geltend gemacht, er sei beeinflusst worden, er sei gedrängt worden, man habe ihm Versprechungen gemacht, wenn er es zugebe und so weiter und so fort. Er hat an sich die ermittelnden Beamten hat er ja belastet, die haben ihn da eben beeinflusst, unter Drogen gesetzt und weiss nicht was. Schwierige Aufgabe für die Richter jetzt. Sollen sie den Geständnissen glauben oder nicht? Hinweise könnten ihn die Psychiater geben. Mario Etzensperger schilderte Ferrari heute als schizoid, ein Mann mit tiefer Kontaktstörung zu sich und der Umwelt. Ferrari soll zutiefst unter seinen Taten leiden. Er versuche, sie zu verdrängen, ungeschehen zu machen. Es wäre durchaus möglich, dass jemand mit Geständnis daherkommt, obwohl er gar nichts gemacht hat. Das gibt's. Nur würde das zu seinem ganzen Erzählart, zu dem ganzen Kontext, der dort geherrscht hat, irgendwo nicht passen. Nur weil es nicht passt, heisst es aber nicht, dass es nicht so war. Also, mein Eindruck war, dass das, was er mir erzählt hat, authentisch war. Und ich habe gestaunt, als er es zurückgezogen hat. Ich muss sagen, also nicht können sagen, jetzt nimmt sie das halt zurück. Ich habe schon gestaunt. Und die Möglichkeit, dass das falsche Äußerungen waren, die besteht, aber ich würde sie jetzt als relativ klein wahrscheinlich anschauen. Ich frage mich, gibt es eine Möglichkeit, das Geschehene ungeschehen zu machen? Und jemand in mir antwortet, nein, die gibt es nicht. Was geht vor in Werner Ferrari, der sich hier in Wettingen für Mord in 5 Fällen verantwortet? Werner Ferrari a 49 ans. Originaire de Bâle, il comparait pour la deuxième fois devant le tribunal de district de Baden en Argovie. Werner Ferrari ha ribadito oggi in tribunale la sua versione. Das halbe Leben hat Ferrari schon hinter Gittern verbracht. Ob er für immer dort verschwindet, entscheidet das Gericht morgen. Wichtigste Person am heutigen Tag, der Pflichtverteidiger Martin Ramisberger. Er hat erst vor 6 Monaten die Verteidigung von Werner Ferrari übernommen. Wenn wir einfach ablehnen als Anwalt so ein Mandat zu übernehmen, könnte man ja in der Justiz, was eine obligatorische Verteidigung ist, ohne Verteidiger kein Urteil, könnte man so einen Täter oder einen Täter generell jetzt von Tötung, ich will da nicht zu dem konkreten Fallstellung nehmen, gar nie verurteilen. Da der Angeklagte bis zum jetzigen Zeitpunkt den Widerruf seiner Geständnisse aufrechterhält, bleibt mir als Verteidiger nichts anderes übrig, als auf Freispruch zu plädieren. Ich habe dieselben Anträge beibehalten wie im Dezember, weil für mich die Situation sich aufgrund der Beweislage nicht verändert hat. Ich habe genügend Beweise, dass ich die Taten auch ohne Geständnis nachweisen kann. Die Anklageschrift ist so, wie man dort die Anklageschriften gemacht hat, die war vorwerfend. Sie hat Unterstellungen drin. Sie
schildert eine Geschichte, wo eigentlich niemand mehr daran zweifeln kann, dass es so war. Das ist da, wo immer das Wichtigste war, dass man eine Nachlage nicht konnte zerzausen. Die hat man nicht zerzausen, hat es niemand gemacht. Und es waren gute Leute dran. Wenn ich ihm konkrete Vorhalte gemacht habe, hat er gesagt, nein, das stimme ich nicht, das hat er nie gesagt. Ich mag mich dann erinnern, dass es ein bisschen eskaliert ist. Ich habe ihn dann konfrontiert mit Aussagen von ihm. Und dann hat er gesagt, ja, wann habe ich das gesagt? Wo steht das? Ich habe ihn an den Richtertisch gebeten und gesagt, da ist die Einvernahme, sie haben die unterschrieben. Und dann ist er auf eine Art ausgerastet und hat gesagt, nein, das stimme ich nicht, das ist alles gelogen und so weiter. Das ist dann ein bisschen heikel geworden. Heute wurde Ferrari erstmals heftig. Als der Gerichtspräsident schilderte, wie Ferrari die Opfer misshandelt hatte, explodierte er. Schweinerei, was er mit mir macht, rief er später. Gelogen, ihr werdet büßen. Ferrari ist zurzeit noch immer im Gerichtsgebäude. Ein Arzt musste ihm eine Beruhigungsspritze geben. Heute Morgen vor dem Wettinger Rathaus. Die Öffentlichkeit zeigte großes Interesse am Prozess gegen Werner Ferrari. Heute erwartete man das Urteil. Dann erschien er, von der Polizei schwer bewacht oder beschützt, auf dem Weg, den er in seinem Leben schon oft gegangen ist, zur Urteilsverkündung. Also ich mag mich noch erinnern, dass bei der Urteilseröffnung hat es mir in einem Moment kurz die Stimme verschlagen oder abgeschnitten. Das war, wo ich kurz am Anfang zusammengefasst habe, um was in dem Prozess gegangen ist, um die Tötung von 5 Kindern. Und dann habe ich die Namen von diesen 5 Kindern nochmal verlesen. Und das war der Moment, der mich ein bisschen geschüttelt hat. Man hat es, glaube ich, nicht gemerkt, aber ich mag das so in Erinnerung, dass ich dort emotional getroffen war. Ein aufwühlender Prozess ist zu Ende. Werner Ferrari wurde vom Badener Bezirksgericht für schuldig befunden, 5 Kinder ermordet zu haben. Für die Richter und Richterinnen ist es erwiesen. Der Werner Ferrari hat zwischen 1980 und 1989 die 5 Kinder umgebracht. Das Gericht betrachtete die Geständnisse, die Ferrari im ersten Prozess zwar zurückzog, als gültig und verurteilte ihn zur Höchststrafe zu lebenslangem Zuchthaus. Ach, die Frau, die möchte. Muss das sein? Das hat nichts gebracht. Fabian ist tot. Das hat nichts gebracht dazu. So ein Urteil, das ist absolut keine Hilfe. Das ist höchstens genug durch, dass man weiß, ja, er ist jetzt bestraft worden, er hat etwas bekommen, aber es löst gleich das ganze Problem nicht. Es war ein einstimmiges Urteil. Also sind wir überzeugt in diesem Moment, das ist ein richtiges Urteil und es ist ein gerechtes Urteil. Das war eigentlich das Maximum, das man ihm zu dieser Zeit geben konnte, als Strafe. Die Verwahrung ist erst später gekommen, aber die Verwahrung haben wir erst später abgestimmt. Mir ist klar, dass ich der Täter bin. Nur, ich kann es noch nicht glauben. Peter Hohlenstein. Seit 6 Jahren steht er in regelmäßigem Kontakt zum mehrfachen Kindsmörder. Werner Ferrari sei mittlerweile wie ein Bruder für ihn geworden, sagt er. In seinem neuen Buch hält Hohlenstein diese Begegnungen fest. Ausschlaggebend, dass ich überhaupt auf das Thema gekommen bin, war eigentlich der Prozess im 95, und zwar der zweite Prozess. Nachdem er ja am ersten Mal seine Geständnisse widerrufen hat, haben sich für mich einfach viele Fragen gestellt. Fragen wie zum Beispiel, wie kommt es, dass einer, der 5 Jahre untersuchungshaft ist, plötzlich seine Geständnisse zurückzieht? Warum ist es überhaupt 9 Jahre gegangen, bis man ihn hat verhaften konnte? Was ich nicht gewusst und was ich gelernt habe, als ich das Buch von Peter Hohlenstein gelesen habe, ist, dass es eigentlich fast wie
eine Mordserie auf Ansage war. Nämlich bevor der Werner Ferrari überhaupt ein Tötungsdelikt begangen hat, war er wegen kleineren Delikten schon mal in der Psychiatrie, mit etwa 20. Und dort hat es ein erstes psychiatrisches Gutachten über ihn gegeben. Und dort ist ihm schon Pädophilie nachgewiesen worden. Und der Psychiater hat gesagt, es sei nicht auszuschliessen, dass dieser Mann später mal ein pädophiles Sexualdelikt wird begehen. Und das, als ich das gelesen habe, hat es mich schon ein bisschen geschudert, dass man das dann schon fast wie voraussehen konnte. Es gibt in der Tat manche Täter, bei denen schon ganz früh sichtbar ist eine Disposition für zum Beispiel Gewalt- und Sexualstraftaten. Da gibt es Charaktereigenschaften, die schon sehr früh determiniert sind, wo man sich überlegen kann, ist das genetisch vielleicht sogar schon festgelegt? Wenn man die Jugendzeit anschaut, von Werner Ferrari, dann fällt einem auf, dass es schon fast eine klischeehafte Jugend ist, die er hatte, wie man es vergleicht mit anderen Verbrecherkarrieren. Also er war ein klassisches Heimkind, er ist sehr früh weggegeben worden von seiner Mutter. Hat, so wie er selber schildert, die Briefe auch nie Liebe erfahren daheim. Ist auch von einem Heim ins andere, in die nächste Institution, ist er kleinkriminell geworden. Ihm hat Mutterliebe gefehlt, also einfach das familiäre Umfeld, die Anerkennung und das Schenken von Wärme. Das war auch der Grund, wieso er die Taten ausgeführt hat. Es gibt ja auch dort Zeugen, die sagen, das ist seine schlimme Kindheit, deswegen ist es dazu gekommen. Und das ist in dieser Weise natürlich falsch. Weil es gibt viele Menschen mit schlimmer Kindheit und die wenigsten glücklicherweise bringen deswegen Kinder um. In einem Brief beschreibt er sogar eine Situation, in der er mal daheim auf Besuch war und seinen eigenen Stiefvater hat mit dem Kopf unter Wasser gedrückt und hat versucht, ihn zu ertränken. Das muss ein traumatisches Erlebnis gewesen sein. Es kommt dann später auch immer wieder vor. Und auch in seinen Briefen hat er manchmal fast einen weinerlichen Tonfall drauf, wo er das wie als Begründung angibt, dass er nie Liebe erfahren hat, dass er immer auf der Suche nach Liebe war. Wenn jemand wehrlos schreit, insbesondere Kinder, dreht irgendwas in mir durch, weil ich mich dann selber schreien höre. Ich höre plötzlich, wie ich um mein eigenes Leben geschrien habe, als mich mein Stiefvater zu ertränken versucht hat. Ich höre mich schreien, wie ich als Kind geschlagen worden bin. Und ich höre mich schreien aus Verzweiflung darüber, alleingelassen worden zu sein. Es ist durchaus denkbar, dass solche Bilder aus der Kindheit und auch dieses Nahtodeserlebnis, dass das in der Verarbeitung dann an irgendeiner Stelle mit eingearbeitet werden, dass es eine Rolle spielt. Ich habe eine große Skepsis, dass es die Kausalität hat, dass es der Grund ist. Sondern es kann natürlich, und das ist der wahrscheinlichere Punkt, dass es eine nachträgliche Verknüpfung ist. Ich kann mich daran erinnern, an die erste Begegnung mit dem Werner Ferrari. Das muss mit 9, 10 sein, als er in unsere Familie kam. Und zwar aufgrund des Arbeitsverhältnisses, das mein Vater hatte. Er hat in der Migros geschafft und hatte Werner Ferrari als Mitfahrer. Und so ist er dann eingeladen worden und ist bei uns in der Familie ein- und ausgegangen. Genau, mein Name ist Kurt Schniedrig, komme ursprünglich aus Adelboden. Und ja, fast 40 Jahre her habe ich Marco Ferrari kennengelernt in meiner Kindheit. Ja, super. Natürlich bin ich nervös, aber das ist mehr mit dem ganzen Licht und mit der Kamera und den Leuten ringsum. Aber nicht unbedingt wegen jetzt Marco Ferrari, weil, ja, weil ich denke, eines Teils heißt er ja, hat der Marco, heißt der Marco, und andererseits ist er der Werner, oder? Der eine liebt Kind und der andere bringt es um. Das ist das Erstaunliche. Beim Fall Ferrari vielleicht. Dann hat er gesagt, ich bin der Marco. Aber ja, gut. Ja, das ist ein interessanter Punkt, oder? Richtig ist er Marco Werner Ferrari, oder? So, ja.
Wir haben in unserer Familie gewusst, woher Werner Ferrari kommt, eben, dass er in Heimbetrieb aufgewachsen ist, dass er eben auch mit der Vormundschaft und der Beistandschaft diesen Zusammenhang haben wir kennt als, ja, als Jugendliche, aber nicht mit Detail eigentlich. Meine Mutter hat mich nie geküsst, ja nicht einmal bei der Hand gehalten oder mich getröstet, wenn ich geweint habe. Ich wurde nur hin und her geschoben wie ein störendes Möbelstück, hoffend, dass es jemand unauffällig entsorgt. Du bist ein schrecklicher Mörder. Gut, er hat wirklich Sachen gemacht, nicht entschuldbar. Aber wenn du siehst, was der Störung gemacht hat, die ganze Kindheit, oder? Ich meine, schon nur dass er in diesem Kinderheim, wo er aufgewachsen ist, und die ganze, weißt, die Gewalt, die er erleben musste, der Scheiß, den er hat durchgemacht hat. Okay, ich habe es nicht entschuldigt, so etwas zu machen, aber wenn du so ein scheiß Leben musst leben. Sein Verstand hat ging Liebe und Geborgenheit versucht zu bekommen. Offensichtlich von Kindern, weil die Kinder sind auch verdorben. Die haben es am ersten ein bisschen geben können. Bei den Frauen und so ist ja irgendwie nie gegangen. So wie ich es in Erinnerung habe, hat er die Kinder als an Mary getroffen und hat irgendwie auch versucht, die ganze Annäherung zu machen. Und die Kinder haben nachher bei der Annäherung angefangen zu schreien und machen und tun. Und dann ist es ja offensichtlich ist es tot, also sie sind gestorben, also ermordet worden. So. Das gleiche Muster ist bei mir abgelaufen. Ich habe mich einfach nicht gewehrt. Die haben gesagt, ja, ah, cool, ja, kann ich ein mit dem blauen VW-Käfer rumfräsen. Ja, cool. Und ah, ja, dann zahlt mir Süßigkeiten mehr. Ja, gut, okay, ja, danke schön, ist alles gut. Ja, du deine Zuneigung. Also, natürlich habe ich nie gesehen, du deine Zuneigung. Ich habe dann, als Kind, ist mir das nicht einmal irgendwie komisch aufgefallen. Also, wie soll ich sagen, ich hatte auch nicht das Gefühl, ich kann ja gut. Also, dass man sich da jetzt müsste wehren. Wir haben eine Beziehung aufgebaut von mir, die Familie mit Marco Ferrari. Und schlussendlich plötzlich ist der verschwunden. Und eine Zeit später hat man einfach in den ganzen Zeitungen gelesen, okay, gut, ja. Shit, bin ich froh und dankbar, bin ich am Leben. Ja, kann man so sagen. Eigentlich ist der Werner Ferrari auch ein Produkt unserer Gesellschaft. Wer hat etwas falsch gemacht? Das sind natürlich alles Fragen. Aber durch die Heimmaschinerie, durch die Justiz, durch all die ja, sozialen Einrichtungen, die er gegangen ist und die Fehler, die gemacht worden sind, das sind schon Überlegungen, die ich mir mache, um das auch einzuordnen. Zu oder sei? Ich meine, Werner Ferrari, der ist gleich weggekommen von den Heimen und ist in Heim gekommen. In einem Heim haben sie natürlich nie die Zuneigung und Mutterliebe. Man bemüht sich, das zu geben, aber richtig geben kann man es gleich nicht. Oder? Im Mai 1980 wird die 12-jährige Ruth A. in dem Waldstück Zwürrelos im Kanton Aargau ermordet. Lange haben wir gemeint, Werner Ferrari sei der Mörder. Jetzt ist es möglich, dass man ihn in diesem Fall freisprechen muss. Der Fall Ruth S. zeigt eigentlich deutlich auf, dass dann, wo der Ferrari verhaftet wurde, dann ist im Kopf von vielen Menschen und glaube auch von vielen Ermittlern einfach ein Gedanke gewesen, der ist jetzt verantwortlich für die ganze Mordserie. Und darum hat man vielleicht auch gar nicht mehr so genau hergeschaut.
Warum tut sich die Aargauer Justiz seit Jahren dieser Weg schwer im Fall Dürrenlos? Schweiz aktuell fragt nach. Der Badener Gerichtspräsident Guido Neff leitet die Untersuchungen. Wahrscheinlich sind Fehler oder Unterlassungen begangen worden. Das kann man im Nachhinein natürlich leicht sagen. Ich habe noch mit Peter Hollenstein, der ein Buch geschrieben hat über den Ferrari, der Unfassbare, haben wir Indizien gehabt, dass eben der Ferrari das erste Tötungsdelikt nicht begangen hat. Man hat ja alle mögliche Indizien zusammentragen. Es hat viele gegeben, die gegen den Werner Ferrari gesprochen haben, in dem Fall von der Routes. Aber eben, wir haben nicht alles gewusst. Möglicherweise hat die Polizei lange nicht alles gewusst. Die Ermittlungsmethoden, die sind bedeutend kleiner, eingeschränkter gewesen, als das heute der Fall ist. Dort haben einfach Mittel gefehlt. Aber dort, wo der Mensch im Mittelpunkt gestanden ist, der Polizist, habe ich subjektiv auch heute noch den Eindruck, hat man das Mögliche gemacht. Also Peter Hollenstein hat ja mit Eltern von Opfern zu tun gehabt. Unter anderem mit der Familie S. Und in der Folge von diesen Gesprächen hat der Vater sich daran erinnern, dass ihm eine Frau ein Foto gebracht hat, zwei Fotos mit einer Familie, die man sieht, bei Gartenarbeit. Die Frau, die mich da gebracht hat, hat gesagt, ist ein Tag, das könnte sein oder irgendeine Bemerkung. Und ich habe nicht einmal zurückgefragt, wer sind sie und so weiter. Völlig wieder weg gewesen. Und daheim habe ich sie irgendwo hingehauen. Auch die Polizei erhielt dieses Foto damals. Sie will das heute nicht mehr kommentieren. Inzwischen ist klar, die Missachtung dieses Fotos war ein Fehler. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Leute das hier im Laufe dieses Verfahrens sich gemeldet haben und gesagt haben, man habe noch solche Spuren und man wüsste von dem, dass das so nicht war. Wie Verschwörungstheorien, oder? Peter Hollenstein ist in der Folge dann zu mir gekommen und hat gesagt, was können wir machen, dass wir herausfinden, wer der Mann ist und wo das ist. Im Hintergrund ist ein Haus mit charakteristischen roten Fensterumrandungen. Und ich habe es dann geschafft, dass wir das Bild publiziert haben mit der Frage, entlastet dieses Bild Kindermörder Ferrari? Tatsächlich, am Tag des Erscheinen, hat kurz danach, um 9 Uhr am Morgen, hat ein Nachbar angerufen und gesagt, das Haus steht praktisch gerade bei ihm zu. Und tatsächlich das Haus, ja, eins zu eins das Haus. Und er hat nur gesagt, die Familie habe er zwar gekannt, die sind aber weggezogen. Glücklicherweise hat uns am Abend der Schwager von einem Herrn R. angerufen. Er hat uns erzählt, er hat sich noch erinnern an den Abend, wo man erfahren hat, dass das Rutli S. umgebracht worden ist und gefunden worden ist. Hat sich sein Schwager sehr seltsam benannt. Er habe selber eine frische Bisswunde an der Hand. Und habe dann auch mal später noch gesagt, er wollte meiner Mädchen nur ein Reli zeigen, aber eigentlich wollte er es nur betatschen. Und wieso, dass die Weiber immer so schreien müssen? Das hat er alles noch gewusst. Und ich habe ihm dann gesagt, aber haben sie denn das der Polizei nie gesagt? Und er hat behauptet, doch, das habe er der Polizei gemeldet. Wir haben aber in den Unterlagen nie so einen Hinweis gesehen. Also für uns war es natürlich praktisch ein Hit, dass wir jemanden hatten, der einen engen Bezug zu dem Mädchen hatte. Der Friedhof von Wolfhalden heute Nachmittag. In dem Grab im Appenzellischen liegt ein Mann, der am Mord von der Ruth vor über 20 Jahren beteiligt war. Die Strafverfolgungsbehörde beharren bis heute auf dem Werner Ferrari als Täter und sperren sich weiter zu ermitteln. Verantwortlicher Staatsanwalt ist Erich Kuhn.
Wenn es im Fall durchlos im Freispruch gäbe, hätte er sie in der Hand weiter zu ermitteln. Aber er macht es nicht. Sein Grund, gegen Tote werde ich nicht ermittelt. Und noch ein zweiter Punkt. Das Delikt ist verjährt. Das ist 1980 begangen worden. Und die Verjährungsfrist ist für solche Delikte maximal 20 Jahre. Für eine neue Täterschaft zu suchen, da hat es keine gesetzliche Grundlage. Da darf man nicht mehr weiter forschen. Für eine Revision braucht es ja sichere Beweismittel. Und die sind ja auch nicht umgesehen. Wir haben ja auch mit dem Anwalt zusammengeschafft von Ferrari. Der Anwalt hat die Idee gehabt, wir müssen eigentlich den Herr R. exhumieren. So ist es dazu gekommen, dass schlussendlich das Gericht den Auftrag hat, den Mann zu exhumieren. Sie lassen den 1983 verstorbenen ER exhumieren, um seine Zähne mit Bissspuren auf der Leiche von Ruth zu vergleichen. Mein Name ist Bernhard Knell. In meiner Funktion als Konsiliarius vom Rechtsmedizinischen Institut von der Uni Zürich habe ich 2005 ein Gutachten im Fall von Werner Ferrari schreiben. Im Gebiss von Werner Ferrari sind zwei Auffälligkeiten. Das ist zum einen, es fehlt im Oberkiefer rechts der zweite Prämolar, das ist der kleine Backenzahn. Im Unterkiefer habe ich von Herrn Ferrari dann aber eine überzeugende Äußerung bekommen, dass er ihm mit einer Handbürste irgendeinem Bub ihm den Zahn rausgeschlagen hat. Und das waren die zwei Auffälligkeiten im Gebiss von Werner Ferrari. Im Gegensatz zum Gebiss vom Doppelgänger. Man hat in der Bissspur vor allem die Unterkieferfrontzähne gut gesehen. Das ist klassisch. Der Unterkiefer ist der dynamische Kiefer, der zubeißt. Und entsprechend haben wir vor allem sich auf die unteren Zähne konzentriert. Und dort ist aufgefallen, dass zum einen der untere Eckzahn rechts, dass der um 90 Grad rotiert ist. Und das ist nicht so ein häufiger Befund. Unten aber auch, wir haben gesehen, sind vier Frontzähne da gewesen, im Gegensatz zum Gebiss von Ferrari. Und die sind in einem Engstand gestanden. Das sind so, denke ich, die Hauptauffälligkeiten. Werner Ferrari verlangt aufgrund dieser Erkenntnisse eine Neubeurteilung des Falls. Am 10. April 2007 steht er deshalb wieder vor dem Bezirksgericht Baden. Im Revisionsprozess wird noch einmal beurteilt, ob er im Fall Ruth wirklich Täter ist. Es ist ja zur Revision gekommen, eben weil neue Beweismittel, neue Zeugenaussagen für uns sind, die wir nicht gewusst haben im ersten Prozess. Ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich vier Mörder habe, ein Kind, dass das nachher keine Diskussion gibt über die Gefängnistour. Dass lebenslänglich dort gesetzt ist. Und dann spielt es keine Rolle, ob es noch ein Mord ist, mehr oder weniger. Das ist nicht ganz wichtig. Es bringt ihm sicher nichts, was Strafmaß betrifft. Mhm. Er ist rechtskräftig verurteilt für die fünf. Und wenn es jetzt vier waren, hat das keinen Einfluss auf das Strafmaß, also auf die lebenslängliche Zuchthausstrafe. Aber es ist sehr wohl von grosser Entscheidung, ob er das fünfte Kind oder eben das erste dieser ganzen Serie umgebracht hat oder nicht. Und so gesehen muss man sagen, auch ein rechtskräftig verurteilter Mörder hat das Recht auf die Unschuldsvermutung. Dans cette affaire, c'est la troisième fois que Werner Ferrari comparaît devant le tribunal de district de Baden. Se basant sur de nouveaux indices et témoignages, la Cour suprême du canton d'Argovie a accepté en juin 2003 la demande de révision déposée par Werner Ferrari. Zentraler Streitpunkt im Prozess sind zwei unterschiedliche Gutachten gsi zu einer Bisswunde beim Opfer. An dem Morgen, wo der Prozess gsi isch, bin ich sicher nervöser gsi, als ich das sonst bin. Ich wusste, dass der Staatsanwalt dagegen war, dass man das ganze Verfahren noch einmal aufgleist. Also er war meines Wissens auch dagegen, dass man den Doppelgänger dass man den exhumieren, weil er gesagt hat, gegen Tote wird nicht ermittelt.
Er war überzeugt, dass Werner Ferrari zu Recht auch für diesen Fall verurteilt worden ist und hat da nicht Look gelassen und hat entsprechend dann auch immer wieder probiert, mich zu erschüttern und meine Aussagen zu erschüttern, indem er einfach die gleichen Fragen immer wieder ein bisschen anders gestellt hat. Aus einer Foto heraus, so wissenschaftliche Abklärungen zu treffen, die halt immer dort zweifelt an dem Wert von diesen Aussagen. Das ist nicht solide. Das ist nicht solide Beweisführung. Als Staatsanwalt hat man da nichts Sicheres in der Hand. Nein, da habe ich mich tatsächlich eher in meiner Wissenschaftlichkeit ein bisschen herausgefordert gefühlt. Als Infragestellen von der Kompetenz habe ich das angeschaut. Weil für mich war es offensichtlich, dass die Zuordnung, wie ich sie gemacht habe, dass die eindeutig war. Am 11. April 2007 kommt das Gericht zum Schluss, es bestehen erhebliche Zweifel an Ferraris Täterschaft. Das Urteil: Freispruch im Fall Ruth S. So gesehen kann man im Nachhinein sagen, das war ein Fehlurteil bezüglich Ruth S. Wir sind im zweiten Verfahren auch zur Überzeugung gekommen, der Werner Ferrari war es nicht. Also müssen wir ihn hier freisprechen. Ich habe es eher als positiv empfunden, dass wir einen Justizfehler korrigieren können. Und zum anderen, was wahrscheinlich das Wichtigste war, dass wir der Familie von der Ruth S., dass wir ihr Gewissheit geben können, wer der mögliche Bissspurenleger oder auch Täter war. Ich bin überzeugt, dass der Freispruch im Fall von der Ruth im Revisionsprozess richtig war. Es war zwar ein Freispruch im Zweifel für den Angeklagten, aber es ist, wenn man die Recherchen anschaut, die gemacht wurden, mit der Exhumierung der Leiche von einem anderen Verdächtigen, mit dem Vergleich des Gebissabdrucks. Also, ich bin überzeugt, die Beweislage ist eigentlich da, dass er nicht der Mörder ist von der Ruth S. Abgesehen davon, dass er diese Tat von Anfang an hat abgestritten. Sind Sie zufrieden mit dem Urteil? Nein. Nein, wieso nicht? Nicht zufrieden ist Werner Ferrari, weil er darauf beharrt, in allen Fällen unschuldig zu sein. Und weil sich am Urteil Zuchthaus lebenslänglich nichts geändert hat. Also das Strafmaß von Werner Ferrari ist ja lebenslängliches Zuchthaus. Und lebenslänglich heisst eben lebenslänglich. Ganz klar ist, dass die Öffentlichkeit geschützt werden muss vor so schweren Straftätern. Selbst wenn das dazu führt, dass ein Mensch sein ganzes Leben lang nie mehr in Freiheit kommt. Ferrari hatte einen großen Einfluss auf das gesellschaftspolitische Klima. Insofern, als jetzt ein Ruf nach Strafschärfe in der Bevölkerung hochkam. Die Politik reagierte und es kam schließlich zu neuen Gesetzen, die mehr Strafhärte bei schwersten Delikten bewirkten. Also wie viel Mörder, das der Werner Ferrari begangen hat, weiß nur er selber. Und vermutlich, so wie ich ihn einschätze, hat er auch das verdrängt oder behaltet das für sich. Für die Opfer habe ich mein Gefühl gehabt, für die Angehörigen vor allem. Und auch die Angehörigen von Ferrari, also auch die Angehörigen von Täter sind ja Opfer. Aber bei ihm nein. Das Einzige, was wichtig ist, dass der Mann nicht mehr in die Freiheit darf. Das beschäftigt mich ja jeden Tag so. Und nicht nur mich, meine Tochter und meinen Sohn, alle leiden mit. Und das ist einfach so. Wir feiern zum Beispiel immer den Geburtstag von ihr, feiern wir immer hier, einfach, weil wir sagen, sie hätte so wollen.